Es ist ein historisches Ereignis. In 3 Autowerken in den USA haben die Beschäftigten in der Nacht zu Freitag die Arbeit niedergelegt. Der Streik betrifft je ein Werk von General Motors, Ford und dem Stellantis-Konzern, zu dem unter anderem die Marken Chrysler, Fiat und Peugeot gehören. Laut Gewerkschaft legten zunächst 12.700 Beschäftigte die Arbeit nieder. Die United Auto Workers Gewerkschaft verhandelt für insgesamt 150.000 Angestellte der 3 Konzerne. Die Gewerkschaft fordert Gehaltserhöhungen um 36% über 4 Jahre. Nach Angaben des Gewerkschaftschefs sind die Arbeitgeber bislang nicht über 20% hinausgegangen. Sie weigerten sich demnach zudem, zusätzliche Urlaubstage zu gewähren und die Renten zu erhöhen, die durch Betriebskassen gesichert werden. Ford nannte die Forderungen der Streikenden so wörtlich unhaltbar. Stellantis erklärte, die Gewerkschaft weigere sich auf verantwortliche Weise an einer fairen Einigung zu arbeiten. Der 3. betroffene Autokonzern GM zeigte sich seinerseits so wörtlich enttäuscht über den Streik.